Nach den tragischen Verlusten von Anthony Bourdain, 1956 bis 2018, und Katte Spabel, 1962 bis 2018, sowie seines engen Freundes Chris Cornell, 1964 bis 2017, im letzten Jahr, Ada de Navarro, 51, Humri, enthüllt, dass auch er darüber nachgedacht hatte, seinem eigenen Leben ein Ende zu setzen. Auf Instagram schrieb der ehemalige Gitarrist der Red Hot Chili Peppers vor wenigen Tagen neben das Logo einer Beratungsstelle für Suizidgefährdete: "Ich kann nicht mehr den Gedanken oder Handlungen anderer sprechen, aber ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich war so weit, hatte meinen Abschiedsbrief geschrieben, hatte den Plan, hatte den Vorrat an Bildern, wusste, wie ich mein Eigentum unter meiner Familie aufteilen wollte. Ich war bereit zu gehen", so Navarro. Der Musiker und Inkmeister, Moderator, sprach bereits in der Vergangenheit offen über seinen Kampf mit der Sucht- und Missbrauchserfahrungen. Seine Mutter wurde von ihrem damaligen Freund missbraucht und ermordet, als Navarro 15 Jahre alt war. Doch Navarro suchte Hilfe, bevor es zu spät war. Auf Instagram schreibt er weiter: "Zum Glück habe ich als letzten Versuch Hilfe gesucht. Ich sprach mit meinen engsten Freunden und meinen Liebsten. Ich bemühte mich um eine Therapie und manchmal auch um eine Psychiatrie, alternative Medizin und sogar Krankenhausaufenthalte." Weiter ruft er Betroffene dazu auf, sich helfen zu lassen. "Bitte sucht Hilfe, wenn ihr euch in der Dunkelheit befindet. Es gibt keine Dunkelheit ohne Licht", schreibt Navarro.